Hallo ihr Lieben, Hi. Willkommen im Würfel und Zucker. Mirko und ich zeigen euch heute The Whale of Eternity. Das ist eine der Mandu-Neuheiten. Mandu ist der südkoreanische Verlag, mit dem wir sehr befreundet sind. Das haben sie uns vorab schon zugeschickt. Das erscheint zu Essen dieses Jahr. Es kommen noch mehr Neuheiten, aber drei haben wir schon. Und dieses hier ist The Whale of Eternity von einem auch sehr neuen Autor. Der heißt Erik Hong und der hat dieses Jahr zwei Spiele veröffentlicht, beide bei Mandu Games. Und ich weiß gar nicht, welches ich besser finden soll. Ich glaube, dieses hier ist beeindruckender als das andere. Das andere ist auch sehr, sehr cool, aber dieses hier ist, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Also mir gefällt das besser, das andere war ja Pick of Food. Ja, ja, genau. Das war halt ein bisschen simpler, das ist noch komplexer und ist halt vom Thema Fantasy, coole Kreaturen. Genau. Spricht es mich mehr an als das andere. Und außerdem persönlich. Engine Building. Mit Engine Building kann man Mirko auch immer sehr glücklich machen. Oh ja. Ja, in diesem Fall ist das Engine Building das Game sozusagen. Also da ist schon so viel drin. Also, ihr seht es ja jetzt. Genau. Das Wirtschaftssystem, will ich fast schon sagen, dieses Spiels ist auch richtig crazy. Fantastisch, genau. Es sieht auch noch toll aus. Auch das. Seht. So sieht es aus, wenn es auf dem Tisch liegt. Wir haben, jeder Spieler hat noch eine Kartenauslage. Später. Da werden maximal 10 Karten nebeneinander liegen. Also man und braucht. Was für Karten? Übersichtlich viel Platz. Die Karten sind wunderschön und haben auch alle coole Namen und so. Und teilweise halt so. Es sind so aus Mythologie. So, genau. Freya oder einfach ein Troll, und der Hippogreif, Pegasus, Kerberus, Burning Phönix. Skull. Also das sind so Bekannte und Unbekannte und alles Mögliche von jedem. Die Grafik ist absolut fantastisch. Sieht einfach geil aus. Ja. Mega cool, ja. Ja, und die Karten können auch was. Und darum geht's. Wir wollen nämlich die meisten Punkte haben. Und Karten können einfach Punkte generieren durch eine Mechanik beim Ausspielen. Wir haben die üblichen beim Ausspieleffekte mit einem Blitz. Wir haben die Immer-Wenn-Effekte mit dem Unendlichkeitssymbol. Und wir haben auch ab und an mal so Game-End-Effekte. Ah ja, die Sanduhr die natürlich. Sanduhren. Ja. Die bei Spielende da und dafür nicht Punkte. Nicht bei Spielende, sondern jeder. Ah ja, stimmt, Rundenende. Wir haben ja am Ende einer Runde so eine Phase, wo die getriggert werden. Genau. Hier kann man ganz gut sehen, dass es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Farben gibt. Am Anfang einer Runde werden immer doppelt so viele Karten ausgelegt, wie Spieler mitspielen. Das Spiel eignet sich für 2 bis 4 Spieler. Und die Karten werden einfach an ihre Orte drangelegt, wo sie farblich passen. Das heißt, diese beiden rosa Karten, die hier sind. Sieht man auch symbolisch, falls man Farben benutzt. Das stimmt, die Symbole. Da ist drauf geachtet worden. Richtig. So, und jetzt beginnt am Anfang erstmal ein Draft. Bedeutet so ein, wie heißt, was hast du gesagt? Snake Draft. Snake Draft. Das heißt, einmal hin und dann wieder her. Genau, das heißt, ich bin Startspieler. Ich habe den coolen. Ja. Mega coolen hölzernen Startspielermarker und darf mir eine Karte sichern. Yes. Und ich darf mir 2 Karten sichern. Weil das Hin ist jetzt durch, jetzt geht's zurück und dann beginnt Silke. Oh Gott, ich muss alles haben. Dum, 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 dum. Dum, 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 ich nehme mal die, egal. Dann nimmst du offensichtlich die. Ja, ich denke auch. So, und jetzt sind wir nacheinander dran. Das heißt, Mirko darf jetzt erstmal alle seine Aktionen machen. Welche da sind folgende? Entweder Karte verkaufen oder Karte ausspielen. Oder Karte auf die Hand nehmen. Ich werde jetzt diese Karte verkaufen. Warum? Weil ich muss. Ich brauche nämlich Ressourcen, um andere Karten zu bezahlen. Die kommt weg. Wichtig war, wo sie lag. Sie lag hier und da sieht man, was ich kriege. Ich kriege diese beiden magischen Steine, es ist ein Einer und ein Dreier, das ist quasi die Währung, damit bezahle ich andere Karten. Von diesen Dingern darf ich nur 4 insgesamt haben, egal welche Wertigkeit sie haben. Wenn ich jetzt also diese Karte verkaufen wollen würde, die mir 3 Einer geben kann, kriege ich sie nicht alle, weil ich habe nur noch Platz für 2 weitere Steine. Aber ich will das auch gar nicht machen. Stattdessen werde ich diese Karte auf die Hand nehmen, kostet nichts. Aber das Ausspielen kostet jetzt, ich tue es aber, die kostet mich 3. Dann kann ich den Dreier bezahlen. Hätte ich 3 Einer, könnte ich auch 3 Einer bezahlen. Aber hätte ich zum Beispiel nur einen Sechser, mit dem ich bezahlen
würde, würde ich nichts wiederkriegen. Mhm. Also es gibt kein Rückgeld dabei. Also dieses Spiel mit den Ressourcen ist ultra wichtig dabei. Ja, ich schmeiße den jetzt. Ich bezahle den, lege den von mir aus. Mhm. Und der liegt da jetzt. Der hat jetzt einen Effekt, der später zum Tragen kommt. Immer am Ende einer Runde. Genau. Jetzt bin ich erstmal dran mit allen meinen Aktionen. Ich mache das so ähnlich wie Mirko. Das ist in der ersten Runde auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich nehme diese Karte und schmeiße sie weg. Ja, ich weiß, dass sie richtig gut war, aber die andere ist auch super. Warum habe ich die nicht genommen? Ja, weiß ich auch nicht. So, jetzt habe ich nämlich auch so einen Dreier und einen Einer, weil es hier einen Dreier und einen Einer gibt. Und jetzt nehme ich diese Karte auf die Hand. So. Und ich kann diese Karte ausspielen. Ich kann diese Hauptkarte ausspielen für einen. Mirko dreht gerade durch. Oh Mann. Zahle allen Geld dafür. Und da steht sofort Effekt, kriege drei dafür. Also ein Dreier. Ja. Schon mal richtig nice, gutes Geschäft. Und jetzt ist das Rundenende. Und jetzt triggern wir alle unsere Effekte, die an der Sanduhr stehen. Bei mir ist es, ich muss einen Einermarker discarden, also abwerfen. Aber dafür kriege ich drei Punkte. Und darum geht es ja. 1, 2, 3. Genau, also auf jeden Fall Mirko schon mal Punkte und bei mir steht Recover, das bedeutet, ich kann diese Karte wieder auf die Hand nehmen. Du musst, oder? Genau, und das tue ich nehme diese Karte wieder auf die Hand. Da fragt ihr euch sicher, was soll das? Naja, du kannst für eins bezahlen und drei kriegen, das ist schon mal gut. Richtig. Aber das, die eigentlich wirklich geile Sache dabei ist, du kriegst sie auf die Hand zurück. Mhm. Wir haben nämlich begrenzt Platz vor uns. Wir können nicht einfach so viele Karten spielen, wie wir wollen. Wenn wir nachher mehr davon haben, dann ist das cool, die Auswahl zu haben. Aber ich stand hier schon und dachte mir so, ich will das spielen, aber ich kann nicht. Mhm. Warum nicht? Auf der Hand kannst du so viele Karten haben, wie du möchtest und wie du halten kannst. Aber vor dir in der offenen Auslage die gebauten Karten dürfen in der Anzahl nicht die Rundenanzahl übersteigen. Das bedeutet, in Runde 1 darfst du maximal eine Karte ausspielen, selbst wenn du dir leisten könntest, zwei auszuspielen, was in Runde 1 gar nicht geht. Aber in Runde 2 darfst du halt auch nur maximal zwei Karten haben. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn wir jetzt in der nächsten Runde Karten bekommen, kann ich mir überlegen, ob ich diese ausspiele oder nicht oder auf der Hand behalte. Aber selbst wenn und ich würde es ja immer wieder zurückkriegen. Das ist schon eine ganz sehr starke cool. Die Karte. Ist schon richtig ist nice. Die heißt ja auch Undine. Genau. Und deswegen ist es was sie halt nicht macht, ist Punkte generieren. Ja. Das ist, wir haben ja so dieses klassische Ding, gehe ich, also spiele ich Karten aus, die mir Punkte geben oder spiele ich Karten aus, die mir meine Engine vorantreiben. Mhm. Die ist ziemlich cool für die Engine, die generiert halt Geld, aber nimmt dabei auf Dauer keinen Platz weg. Mhm. Ich habe halt einen, der auf Dauer immer wieder Punkte macht, weil diesen Effekt kann ich jetzt jede Runde ausführen, vorausgesetzt, ich habe halt die Ressourcen dafür. Und so gibt es halt, ist dieser ganze Stapel voll mit Karten, wo du dich immer entscheiden musst, wie spiele ich die aus. Der Witz ist, wenn wir uns Mirkos Karte jetzt zum Beispiel nochmal angucken, da steht ja, discard one of your ones. Das heißt, er muss auch wirklich so einen Stein mit der Eins drauf discarden. Er kann nicht sagen, ich will drei Punkte, ich gebe einen Dreierstein aus. Ja. Nein, das ist gar nicht erlaubt, sondern er darf wirklich nur einen roten Stein wegschmeißen, um drei Punkte zu kriegen. Und das ist halt auch richtig abgefahren. Also du kannst gar nicht, zum Teil kannst du gar nicht überzahlen, selbst wenn du wolltest und musst ganz bestimmte Stückelungen dieser Steinwährung haben, um besonders coole Dinge zu tun. Und das ist echt nice. Und die ganzen Farben von Karten, die man hier hat, die haben auch alle so einen gewissen Fokus. Blau zum Beispiel geht auch sehr auf die blauen Dreiersteine, können die halt gerne mal generieren, aber auch ausgeben. Rot geht halt auf die Einer. Wenn ich jetzt noch mehr rote Karten kriege, das weiß ich nicht. Aber es gibt auch viele Synergien, die für unterschiedliche Farben triggern. Es gibt eine Karte, die sagt, oh, für jede Farbe, die du hast, kriegst du jetzt einen Punkt oder so. Das heißt, oh, ich baue richtig bunt. Dann gibt es noch die fetten Drachenkarten. Die geben, wenn du sie verkaufst, 6 Geld. Also ein Sechser, was richtig geil ist. Sind aber halt auch super stark, wenn man sie ausspielen kann. Aber teilweise gehen die ins Zweistellige, was die Kosten angeht. Also es gibt von den Karten, gibt es auch ganz unterschiedlich. Ich hatte jetzt ja eine, da habt ihr ja schon mal gesehen. Es gibt aber auch Karten, die kosten entspannte 10. Mhm. Es gibt Karten, die kosten 0. Ja. Da brauchst du halt einfach nur den Platz dafür. Das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und auch die Effekte, ob das jetzt ein Soforteffekt ist oder ein dauerhafter Effekt. So ein Soforteffekt ist natürlich nur in dem Moment, wo du es ausspielst.
und dann hast du diese Karte da und dann bringt die dir eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Und dann bist du ja vielleicht im Laufe des Spiels zu überlegen, ja, eigentlich brauche ich diese Karte gar nicht mehr, die nimmt mir einen Platz weg. Ich möchte die da weghaben. Manchmal gibt es auch Karten, die sagen, ja, aber wenn du so und so viel Karte von dieser Farbe hast oder so und so viele unterschiedliche Karten, dann kriegst du Punkte. Wenn du diese Karte aber weghaben möchtest, kannst du sie nicht einfach weglegen, sondern... Ja, kannst du halt nicht. Du musst dafür bezahlen. Das ist ekelhaft. Vor allem musst du, die Kosten dafür sind die Rundenanzahl. Also sind wir in Runde 7, kostet es mich 7, die Karte wieder abzulegen. Das ist teuer. Aber gerade hinten raus möchte man viel Platz haben, weil man dann vielleicht diese ganzen Kombos, die krassen Kombokarten spielen kann. Weil wenn die Engine läuft, dann habe ich auch manchmal Karten vor mir liegen, die sowas sagen wie, oh, meine Dreier Marker geben mir immer ein Geld mehr, als sie draufsteht oder so. Und das ist super verrückt. Also ich hatte auch eine Karte, verkaufe deine Chips und krieg den Wert an Punkten. Ja, dann hatte ich aber gleichzeitig, dass meine mehr wert sind. Das ist natürlich, wenn du dann 4 Sechser vor dir liegen hast, dann hast du halt auf einen Schlag 24 Punkte. Ja. Das ist auch was ich festgestellt habe, dass es durchaus möglich ist, halt in jeder Runde immer sicher Punkte zu machen und der andere macht dann halt gar keine und stehst dann so, ich krieg jetzt 35 Punkte diese Runde und alle so, was? Naja, habe ich halt lange drauf hingearbeitet. Apropos Punkte, so. Da hast du mich auch fertig gemacht, leider. Ja. Das Spiel dauert maximal 10 Runden. Nach der 10. Runde ist vorbei. Oder? Aber maximal heißt, es kann auch früher vorbei sein. Diese abgefahrene Punkteleiste geht nämlich bis 60 Punkte. Und wenn das eine Spielerin erreicht, ist das Spiel halt frühzeitig beendet. Dann war das die letzte Runde, in der die 60 Punkte gemacht wurden. Und ich konnte leider meine Geld-Kombo-Bombe nicht mehr zünden, weil ich die für die nächste Runde geplant habe. Silke aber erstaunlicherweise voll viele Punkte gemacht habe, mit denen ich nicht gerechnet habe, die 60 erreicht habe. Und es gab keine nächste Runde, auf die ich hingearbeitet habe. Das war sehr tragisch. Ja, ja. Ich kenne Mirko ja schon ein bisschen länger. Der spielt ja immer so, dass seine Engine so erst so auf den letzten Metern dann halt so richtig heftig läuft. Ja. Und da muss man immer zusehen, dass man ihn vorher schon ausbremst. Ja, ja. Es gibt übrigens Karten, wir haben ja eben schon gesagt, Rücknehmen ist nicht so einfach, musst du für bezahlen. Es gibt allerdings auch Karteneffekte, die dich Karten abwerfen lassen und da kannst du dir aussuchen, welche Karte du abwirfst. Das könnte also durchaus eine gegnerische Karte sein, wenn du denkst, die macht immer ganz schön Punkte bei dir da. Oder ganz oft entscheidest du dich auch, eine von deinen eigenen Karten abzuwerfen, um diesen Platz wieder freizukriegen, um mehr Karten auszuspielen. Manche Karten sind auch auf jeden Fall nur für dich, zum Beispiel Cerberus hier, bis zu 3 deiner Karten discarden. Ja, also nice. Man muss auch unterscheiden zwischen Discard, weg oder Recover auf die Hand, ist natürlich immer besser. Ja. Aber Cerberus ist halt so geil, erstmal richtig fett Platz machen, erstmal die für die vorletzte Runde oder so, Engine weg und jetzt nur noch Punktekarten ballern. Es ist so crazy. Die krasseste Kombo, die ich mal hatte, war eine Karte, die mir in jeder Runde sagte, dass ich eine Karte mit Maximalpreis 2 zurück auf die Hand nehmen darf. Und diese Karte, die ich dann immer zurücknehmen durfte, konnte ich dann jede Runde neu ausspielen. Weil und sie auch günstig war. Jedes Mal so viele Punkte gebracht, wie Karten gerade ausgespielt waren bei mir. Das war schon eine Also immer coole am Maximum Kombo. Sein und die, die jede Runde spielen, plus eine weitere vorher. Genau, ja, läuft. Richtig gut. Richtig ja, das ist, Ding. Also es sind so viele Möglichkeiten und dann, was ich auch sehr, sehr positiv hervorheben möchte, ist, selbst wenn du so deine Lieblings-Engine hier gefunden hast, oh, mit den Karten spiele ich gerne, vergiss es, weil der Stapel ist nicht dünn. Ja, das sind wirklich viele, viele Karten. Und du musst extrem taktisch spielen, wann welche Karte kommt. Du kannst natürlich versuchen, mal eine Karte, ach, die nehme ich jetzt auf die Hand und warte, bis ich sie spiele. Das kann auch klappen, aber man ist doch sehr versucht, auch zu sagen, ach, die kann ich eh nicht spielen, ich schmeiße sie weg, um die Kohle dafür zu kriegen. Mhm. Und das musst du halt in dem Moment, wo du sie markiert hast, entscheiden. Du kannst nicht später die Karte noch verkaufen. Sobald sie einmal auf der Hand ist, musst du sie spielen oder halt auf der Hand behalten. Mhm. Und das ist ein ultra taktisches Spiel auch, was das angeht. Also du musst echt, du weißt nie, kommen die Karten noch, die wirklich die Synergie erfüllen, die ich hier versuche aufzubauen. Also super spannend bleibt das ganze Spiel über. Ja, also wir sind richtige Fans. Es steht überhaupt nicht fest, ob das bei einem deutschen Verlag erscheinen wird. Wir werden versuchen, viel Werbetrommel dafür zu rühren, dass das lokalisiert wird. Es gehört auch auf den deutschen. Ich finde auch, es ist so ein tolles Spiel. Ja. Wie auch immer, es wird in Essen erscheinen.
Mandu hat üblicherweise Vorbestelleraktionen, dass ihr wisst, dass ihr das Spiel dann vor Ort auf jeden Fall kaufen könnt. Hier könnt ihr schon mal spielen. Wir empfehlen, ja, ihr könnt es hier natürlich jederzeit anspielen. Wir haben es hier schon mal da. Und wir empfehlen aber auf jeden Fall auch, dieses Spiel vorzubestellen, wenn ihr Engine-Builder mögt, weil das ist ein mega schöner Engine-Builder, optisch als auch vom Spielerischen her. Ja. Ja. Deswegen hoffen wir auch, dass Eric Hong, der Autor, in den nächsten Jahren noch ein bisschen was zustande bringt, denn bisher sind wir sehr begeistert von ihm. Mhm. Der Verlag macht super Sachen. Ja, es sieht so toll aus. Klasse. Ja, das war The Veil of Eternity. Und kommt her, wir erklären es euch gerne. Wenn ihr nur halb so viel Spaß habt wie wir, dann werdet ihr unfassbar viel Spaß haben. Wow.